Primärversorgung ist der niederschwellige Erstzugang zu unserem Gesundheitssystem. Er soll allen Personen in Österreich rund um die Uhr zugänglich sein und offen stehen. Wir blicken auf das Erfolgsergebnis des österreichischen Gesundheitssystems, nämlich die Versorgung der Patientinnen und Patienten im ganzen Land bei den Primärversorgern, Allgemeinmedizinern und Allgemeinmedizinern zurück. Denen ist es gelungen, in den letzten 50 Jahren flächendeckend dieses Angebot zu erstellen. Und es geht jetzt darum, das zu festigen, zu stärken, zukunftsfit zu machen und auch den neuen Gegebenheiten, mehr chronisch Kranke, mehr alte Patientinnen und Patienten, aber auch mehr Ärztinnen als Ärzte in der Primärversorgung, diesen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Wünsche an die Politik sind davon getragen, nicht nur in Strukturen zu denken, nicht nur in Kontrollregimen und Budgets zu denken, sondern darin zu denken, Menschen zu motivieren, sich als primärversorgende Allgemeinmediziner und Allgemeinmediziner niederzulassen, sie zu unterstützen, sie zu stärken. Das, glaube ich, ist das, was jetzt wesentlich ist. Alles, was demotivierend wirkt, was abschreckend wirkt, zu lassen und ein offenes, breites, fürs gesamte Land passendes System zu ermöglichen.